Guten Tag, herzlich willkommen zum Asklepios Klinik Schildautal Seesen Talk. Wir haben heute ein spannendes Thema, das ist das praktische Jahr, das PJ, der letzte Teil im Medizinstudium. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Mansour. Sie sind Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin in der Asklepios Schildautal Klinik Seesen. Und neben ihm begrüße ich sehr herzlich Herrn Sebastian Spauenhaus, Medizinstudierender, auch am Ende des Studiums. Ja, das praktische Jahr, ein für viele Studierende sehr wichtiges Thema, und die Klinik in Seesen bildet ja seit vielen Jahren Studierende aus. Sie sind PJ-Beauftragter. Wofür steht denn die Asklepios-Klinik Schildautal in Seesen ganz genau? Wie Sie es gerade erwähnt haben, die Asklepios-Klinik in Schildautal ist eine traditionsreiche Klinik mit neurologischem und neurochirurgischem Schwerpunkt. Das heißt, bei uns werden alle neurologischen und neurochirurgischen Erkrankungen diagnostiziert und behandelt. Dazu haben wir auch einen internistischen Schwerpunkt, und zwar ist das die Kardiologie. Ergänzend dazu auch noch die Regelversorgung durch die allgemeine Gefäßchirurgie und dazu noch natürlich die Intensivmedizin. Wir bilden seit vielen Jahrzehnten Medizinstudierende aus. Wir machen das mit sehr viel Elan, das bereitet uns viel Freude, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, dafür zu sorgen, dass unser Nachwuchs gestärkt wird, dass unsere Studierende von den Fächern, die bei uns existieren, auch überzeugt werden, und um die Studierenden einfach auf die Zukunft vorzubereiten. Ja, Herr Spauenhaus, Sie haben gerade Ihr praktisches Jahr hier absolviert. Wie kamen Sie auf Seesen? Warum gerade die Klinik in Seesen? Naja, als Medizinstudierender wird man natürlich erstmal, wenn man vor der Wahl steht, wo man jetzt sein PJ absolvieren möchte, erschlagen von der ganzen Flut von akademischen Lehrkrankenhäusern, zwischen denen man wählen muss. Umso wichtiger ist, dass man sich dann entscheidet, was möchte ich im praktischen Jahr überhaupt lernen, was verspreche ich mir davon. Mir persönlich war es wichtig, dass ich praktische Handlungskompetenz erwerbe. In den vielen Jahren des Medizinstudiums davor erwerbt man Unmengen an lexikalischem Wissen. Mhm. Und dieser Schritt dann in die Praxis war für mich das Wichtige, auf das ich mich vorbereiten wollte. Und entscheidend für mich für den Standort Seesen war, dass ich dort bereits im Vorfeld Personen kennengelernt habe, die ich als gute Betreuer für diesen Schritt identifiziert hatte und mit denen ich mir das am besten vorstellen konnte. Denn ich denke, das ist das Wichtigste, was man braucht, wenn man in die Praxis gehen möchte, dass man sinnvolles Feedback von seinen Betreuern bekommt und dort auch ein bisschen an die Hand genommen. Sie sagen es, der menschliche Aspekt, die Menschen, die dort arbeiten, natürlich ganz wichtig. Was sind denn Ihre konkreten Erfahrungen in dem praktischen Jahr gewesen? Ja, einerseits natürlich der ausbilderische Aspekt, der zu jedem Zeitpunkt für mich verwirklicht wurde. Das heißt, ich habe schrittweise ärztliche Tätigkeiten unter Supervision übernehmen können und dadurch meine praktische Handlungskompetenz erweitern können. Andererseits aber auch das Zwischenmenschliche. Ich bin auf allen Hierarchieebenen vom Chefarzt bis zum Assistenzarzt und von allen Pflegenden sehr herzlich willkommen geheißen worden, was mich sehr gefreut hat und das Arbeiten sehr angenehm gestaltet. Und ja, wie fühlen Sie sich jetzt vorbereitet nach dem praktischen Jahr? Ja, ich konnte in Seesen, auch wenn es jetzt nicht das Stadtkrankenhaus in Berlin ist und auch nicht die Uniklinik ist, ein unglaublich breites Spektrum von Krankheiten kennenlernen. Ja. Von dem häufigen neurovaskulären Erkrankungen und kardialen Erkrankungen bis hin zu verhältnismäßig seltenen Krankheiten wie Creutzfeldt-Jakob-Krankheiten habe ich vieles gesehen. Natürlich habe ich noch eine Menge Respekt vor der letzten Prüfung, aber ich bin da guter Dinge, dass ich das gut überstehen. Das heißt, Ihre Erwartungen sind erfüllt worden, alles in allem? Absolut, ich fühle mich gut vorbereitet. Prima, dann drücken wir Ihnen jetzt natürlich schon an dieser Stelle alle Daumen für das dritte Staatsexamen. Ja, Professor Mansour, wenn Sie es nochmal zusammenfassen, konkret die wichtigsten Gründe, warum sollte jemand sein PJ in Seesen verbringen? Stichwort Vergütung, Unterkunft, Verpflegung, wie sieht es denn da aus? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt von dem, was Herr Spauenhaus gesagt hat. Ich fand das sehr gut, dass er das betont hat, dass es wichtig ist, Kompetenzen zu vermitteln. Na, weil im Prinzip ist das Entscheidende. Das heißt, das ist das, was der PJ-Studierende mitnehmen kann für die Zukunft, na, um seinen Job dann adäquat auszuüben. Aber natürlich werden auch alle anderen Aspekte, sprich Vergütung, Unterkunft,
Verpflegung, Angeboten, dass der Studierende auch wählen kann, was er gerne, wie er es gerne haben möchte. Also als BJ-Beauftragter, bei Ihnen ist man in besten Händen als Studierender, das nehme ich so mit. Vielen Dank an dieser Stelle Ihnen, Herr Spornos, für die praktischen Erzählungen, die Berichte, die Informationen, auch Ihnen, Herr Professor Mansour, vielen Dank. Und ja, liebe Medizinstudierende, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Interesse, Ihr PJ in Seesen zu verbringen, wir freuen uns sehr auf Sie. Schauen Sie gern vorbei, gucken Sie auf die Webseite, bewerben Sie sich, sodass wir uns bald in Seesen sehen. Vielen Dank, meine Herren, Ihnen und alles Gute.